Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman World of Assassination, der Freelancer-Modus. Wir müssen uns ein neues Syndikat aussuchen, denke ich. Vorher werde ich hier nochmal einen Ausrüstungscheck machen. Wir haben ein bisschen Gift, wir haben eine Seeker, wir haben einen elektronischen Dietrich. Wir haben, denke ich auch, habe ich hier noch irgendwas einstecken? Nee. Wir haben noch irgendwelche. Eine Axt haben wir. Eine schallgedämpfte Schuschka heißt sie, glaube ich. Mehrere Pistolen. Auch die Hackel-Covert, die schallgedämpfte. Auch nicht ganz unwichtig. Sondern schauen wir mal. Was für Syndikate? Werden die wieder aufgefüllt? Tatsächlich. Wir zur Verfügung haben. So, hier haben wir. Was sind denn das für welche? Achso, Auftragsmord. Syndikate. Klavierseitenkill könnten wir. Kill mit schallgedämpfter Feuerwaffe. Möglich. Explosionskill mit Fernzünder. Haben wir dafür was? Scharfschützengewehr haben wir auf jeden Fall noch nicht. Thailand, England, die Malediven und Marokko. Bin ich nicht so überzeugt von. Hier haben wir psychologische Kriegsführung. Nicht von Kameras gesehen werden. Wachen ruhigstellen. Ziel blenden. Wache blenden. Kameras stören. Aufzeichnungsgerät zerstören. Ja, bin ich auch nicht so überzeugt von. Das hier können. Ja, mit Berlin. Schrotflintenkill. Nee, dafür haben wir auch zu wenig schallgedämpfte Sachen. Organhandel. Ein tödlicher Wurf, Halsbrecher, Axtkill, Messerkill. Bin ich auch nicht so angetan von die Biene. Nochmal Ökoverbrechen. Fallenkill mit Wasser, Stromschlagkill, Feuerkill, Unfallkill, Ertränkenkill, Fallenkill. C-Vergiften mit Brechmittel, C-Stolpern lassen. Chongqing, Marokko, Argentinien, Whittleton Creek. Ein Big Pharma. Ziel vergiften auf jeden Fall, ne, das geht immer. Wachen vergiften mit einer Spritze. Ziel vergiften mit einem Pfeilschuss. Verkleidung nicht enttarnt. England, die Malediven, Marokko und Mumbai. Ich sag mal, einfache Sachen sind da nicht dabei, ne? Okay, hier kann alles sein. Spionage. Ambrose Island. Welches Level ist denn Ambrose Island, überlege ich gerade. War ich da schon mal? Türen verschlossen lassen? Nee, ist ja auch blöd. Also hier die Öko-Verbrechen sind vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Oder Big Pharma. England, Malediven, Indien. Nee, ich glaube, das hier ist, glaube ich, schöner. Da gucken wir mal. Die Biene, Anführer eines Ökoverbrechersyndikats. Also wir sind hier schon wieder gegen Ökoterroristen, Verbrecher, was auch immer. Wahrscheinlich sind wir die Ökoterroristen in dem Fall. Unterwegs, zwei Ziele, drei Ziele. Zwei aus werden immer mehr. So, hier gibt es einen Safe und einen Versorger. Ein Safe und einen Versorger. Den können wir uns für den Schluss aufheben. Hier gibt es nur einen Versorger. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Zielkörper verstecken, Fallenkill mit Wasser oder ein Ziel vergiften mit Brechmittel. Fallenkill, Ziel vergiften, Brechmittel, Ziel vergiften.
Ja, dann wohl Whittleton Creek. Ein Tresor, ein Versorger. Dahin fliegen Prestige wir. objectives are ways for an assassin to express expertise and mold each mission to their own preference. You can pick one out of three for each mission. Zeitdruck lautloses Ausschalten. Schließen Sie die Mission innerhalb des Zeitlimits ab. Jedes Mal, wenn Sie ein lautloses Ausschalten durchführen, wird der Timer zurückgesetzt. Warten Sie ein paar Sekunden ab, um herauszufinden, ob das Ausschalten bemerkt wurde. Ja, das schaffen wir noch nicht, ne? Kollateralkill, Unfall. Eliminieren Sie ein Ziel und eine weitere Person mit einem Unfall. Halten Sie nach größeren Unfällen Ausschau, die Kollateralschäden verursachen können. Oder der epische Maschinenpistolenkill. Naja, kann ich noch nicht. Da können wir vielleicht den Unfall versuchen. Alles andere, glaube ich, schwierig. Jetzt wollte ich das gerade noch mal angucken da. Fallenkill mit Wasser. Okay, was nehmen wir mit? Die Sieger auf jeden Fall. Wir gehen nach Whittleton Creek, ne? Der Annäherungstaser. Den könnte ich mitnehmen. Da hätte ich allerdings gar keine Pistole irgendwie. Fernzünder-Mikrosprengsatz. Ach, wir gehen nach Whittleton Creek. Da einen großen Unfall zu bekommen, wird natürlich auch schwierig. Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ziel vergiften mit Brechmittel. Irgendwie ein Rattengift oder sowas finden wir wahrscheinlich auch da, ne? Ein Fallenkill mit Wasser. Ich würde natürlich lieber eine schallgedämpfte Pistole mitnehmen. Ja, die kriegen wir vielleicht auch da. Ich nehme einfach mal hier den Annäherungstaser mit. Obwohl der Annäherungstaser ist eigentlich blöd. Ich nehme eine Pistole mit. Zur Not gibt es halt die ganzen coolen optionalen Teile nicht. Die lassen wir da halt aus. Und erledigen einfach nur die Ziele. Obwohl sich das halt geldmäßig schon lohnen würde. Ja, der rast ja immer durch die Gegend. Dabei hat er schon einen Privatflug, ne? Einen Charterflug. Da ist er gar nicht so drauf angewiesen, unbedingt super rechtzeitig da zu sein. Die Welcome warten to auf Whittleton ihn. Creek. Intel tells us that there are syndicate members in the area. I trust that you can find them and eliminate them. Be careful, 47. And most of all, good luck. Dankeschön. So, dann schauen wir erstmal. Auf dem Grundstück der Wests ist der Safe diesmal im Keller. Da ist auch der Versorger. So eine Zeitung sollten wir mitnehmen.
Dann müssen wir da irgendwie in den Keller rein. Ja, da ist die Tür allerdings abgeschlossen. Das heißt, ich bräuchte irgendwie ein Brecheisen. Ah, ich weiß, wo ich ein Brecheisen bekomme natürlich. I need it to get rid of an aggressively invasive mole in this poor old man's backyard. Calm down, demolition man. Und wo kriege ich denn am besten Rattengift her? Das weiß ich gerade gar nicht so richtig. Flat, flat, flat. Vielleicht hier irgendwie aus so einem Schuppen oder sowas. Vielleicht finde ich da ein Rattengift. So, ist das eine rostige Brechstange? Nee, das ist eine gute Brechstange. Sehr schön. Aber was geht hier ab? Maulwurfloch. So, ein Ziel ist da... Hier in dem Bereich. Ich kann hier dran klingeln, wenn ich Bock habe. Habe ich aber gar nicht so richtig. Eine Propangasflasche für einen Unfall vielleicht gar nicht so verkehrt. So, wir brechen da erstmal in den Keller ein. Versuchen den Safe zu knacken und dann können wir auch mal gucken, ob wir da zufällig... Kriege ich hier irgendwie eine Dose oder sowas? Nee. Ob wir da zufällig irgendwie so ein bisschen Gift finden können. Wieso steht denn da einer? Ja, dann geh doch mal da weg. Ich kann die Verkleidung jetzt gar nicht benutzen. Sehr schade. So, Schlafzimmerschlüssel der Schmitz. Hier müssen wir einmal fotografieren. Hier haben wir ein tödliches Gift. Nee, einäschern will ich ihn nicht. Doch, ich kann mich noch verkleiden. Okay, gut. Ja, wo ist denn hier der Safe überhaupt, sag mal? Ach.
ist direkt neben dem Ausgang. Hier ist der. Habe ich schon genug Hinweise? Nee. Aber hier vielleicht. Das waren 2000. Nicht schlecht. So, dann schaue ich noch mal kurz, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Ich befürchte ja beinahe nicht. In der Garage ist der Versorger. Hey, you look like you might need something. I only sell good merch. Why, yes, I do have a small bakery business, and have had the luck to appear on television in Vermont. Keep talking. So, was hat er denn? Eine Tech MP. Scharfschützengewehr könnten wir kaufen. Eine Fledermaus-Shuriken? Ja, nice. Der Fernauslöser-Taser, der wäre auch super praktisch. Ich habe Unmengen von Geld. Ich glaube, den kaufe ich mir erstmal. Der könnte ja vielleicht für einen Unfall wichtig werden. Und das Gewehr muss ich dann kaufen, bevor ich hier abhaue, ne? Weil das dürfte ja ein bisschen auffällig sein. So, das haben wir erledigt. Jetzt können wir uns um unsere Ziele natürlich kümmern. Hier hängen natürlich erstmal Bewaffnete rum und eine Kamera. Aber wir könnten versuchen, durch den Keller zu gehen, ne? Den Typen hier unbemerkt K.O. hauen? Wahrscheinlich nicht. Na, hier komme ich wahrscheinlich nicht rein. Schwingen wir uns hier einfach mal über den Zaun. Ich meine, hier müsste es einen Geheimgang geben, ne? Zu Janus Grundstück. Dachte ich. Aber wie komme ich denn da rein? Genau, hier gibt es doch diesen Geheimgang. Komme ich ja echt nur durch die Garage? Wer hat denn den Schlüssel dafür? Weil von hinten da gibt es ja auch keinen Eingang, ne? Bräuchte ich einen Dietrich oder sowas, um den Geheimgang benutzen zu können. Hier hätte ich noch mal eine Zeitung. Okay, dann ist der Plan schon mal gescheitert irgendwie. Das ist jetzt blöd. Es sei denn natürlich, ich würde den Garagenschlüssel irgendwo finden.
Hey, did you grab the pack of smokes? Huh? What the? Anyone, I need some help. Das ist natürlich jetzt schlecht. Dann möchte ich da vielleicht gar nicht sein. Na, war da der Garagenschlüssel jetzt mit dabei? Ja. Okay, vom Nachbargrundstück aus konnte man das leider sehen. Ich habe ja bekommen, was ich wollte. Okay, hier unten ist alles in Ordnung scheinbar. Ich denke auch nicht, dass ich verfolgt werde. Das Soundsystem brauchen wir nicht. Hier haben wir noch einen Hausschlüssel der Hensons, falls wir raus müssen. Wo geht's denn hier hin? Achso, da ist der Tunnel. Ach, hier drüben, da ist die Treppe. Die hatte ich eigentlich gesucht. Na gut. War mir doch so, als wenn man da über eine Treppe runter könnte. Hier unten niemand. So, da habe ich hier wenigstens schon mal eine Verkleidung. Als Müllmann könnte ich mich hier auch verkleiden. So, ich sollte natürlich trotzdem... Habe ich die Taste vermüllt, mit der ich hier hier, da ist sie, die habe ich gesucht, die Taste zum Schulterwechseln. So, den legen wir hier einfach irgendwo schlafen ein bisschen. Ich glaube, weiter weg muss ich den nicht verstecken.
So, unser Ziel ist oben. Wissen wir eigentlich, wie der aussieht? Nee, ne? Hier könnten wir den Geheimgang auch öffnen. Das ist ein Kaffee. So, Kameras deaktiviert. Das ist unser Ziel. Rennen einfach viel zu viele Leute rum. Oh, hier aber auch. So, mal sehen, ob der Typ was isst. Das wäre praktisch. Das sieht nicht danach aus. Dabei liegt da so ein leckerer Muffin. Say, Gunther. Oh shit. Did you see my photograph? The group photo. Huh. No. Hi, I think you dropped something. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich gehe mal neue Blaubeermuffins holen. Denn wenn ich den hinlege für ihn, ne, irgendwo, und er isst den, dann kann ich ihn natürlich auch vergiften. Habe ich da irgendwie mit Brechmittel? Dann könnte ich nämlich schon mal einen Unfall killen. Na gut, ich nehme alle. So, warte mal, mit welcher Taste? Kann ich denn das Ding platzieren nochmal? Ich
Ich weiß echt nicht mehr, welche Taste das ist. Moment, das finde ich raus. Ja. Okay, gut. Ah, falsches Haus. Ich habe mich gerade gewundert. Wo ist die Wache hin? Ah, die Tür hier ist noch verschlossen. Die habe ich von innen nicht aufgemacht. Hätte ich mal gleich machen sollen. Okay, er hat keinen Bock auf Muffins. Online shopping just isn't quite the same. Well, let me know when they arrive, Gunther. I really don't think our duty goes that far. The old man wants a few smokes during the day, so what? Golden and the trees like that. Hey! Oh. Well done, 47. This will surely be a blow to the Syndicate. So, Nummer 1 erledigt. Und jetzt kommt Nummer 2 dran. Und der patrouilliert bis nach da drüben zur Straßenecke. Und da gucken wir mal, ob wir irgendwie für einen Unfall sorgen können. Es wird hier auf der Straße, glaube ich, schwierig. Ne? Ich könnte vielleicht einen Hydranten aufschrauben mit dem richtigen Werkzeug. Und dann habe ich so einen Taser dabei. Ja, ich habe einen Taser dabei. So, erstmal gucken, wer unser Ziel ist. Nur Wasserkanister-Gegenstände. Ich dachte, ich darf alle Pfützen benutzen. Aber sag nicht, das ist der Jogger. Oh doch, ich glaube, es ist der Jogger. Oder die Joggerin. Oder hier der ist der Polizist. Ja, es ist der Polizist. Ja, das ist unser Mann. Wo kriege ich einen Wasserkanister her? Ist das eine Pfütze? Nee, ne, das ist ein Schlagloch. Ich darf ja auch keinen Wasserhahn dafür benutzen, dann dementsprechend, ne? Ja, Schraubenschlüssel fehlt. Mal sehen, kriege ich hier einen Schraubenschlüssel? Und da müsste ich mich aber auch dementsprechend verkleiden, glaube ich. Der ist schon gar nicht mehr hier. Den Schraubenschlüssel hat er aber da gelassen. Aber sein Outfit nicht.
Ach, wahrscheinlich brauche ich nur ein ganz normales Bauarbeiter-Outfit, ne? You know the exterminator guy who's working on Batty's house? Same guy who just did Cassidy's, right? Yeah. So, I let him use the green shipping container to store. Also ich schätze mal, der wird mir gleich hier entgegenkommen. Der Strom hatte ich jedenfalls hier so rum. Vielleicht auch nicht. Okay. Die haben scheinbar nicht so richtig Bock, sich irgendwo einzeln hinzustellen. Das ist natürlich schon mal frech. So, ein bisschen weiter hier rein werde ich ihn noch ziehen. Und dann machen wir einen Bogen um die Bauarbeiter da drüben. Die durchschauen mich nämlich irgendwie. Aus Gründen der Achtsamkeit. Okay, kann passieren. Ich darf es trotzdem nicht kaputt machen. Ah, das ist natürlich schon mal blöd. Kann ich den kaputt schießen vielleicht von irgendwo unauffällig? So von hier hinten aus der Ecke raus oder so. Da dürfte mich ja niemand sehen. Sehen, ob das geht. Das geht. Verbrechen wurde bemerkt. Oh Mist. You've spread fear within the syndicate. Get back to the safe house. I'll be in touch.
Gut, ich habe natürlich das Prestige-Ziel absolut nicht geschafft. So, dann schauen wir mal, wie illegal das gleich ist, wenn ich hier mit einem Scharfschützengewehr durch die Gegend renne. Ich hoffe, das ist nicht super illegal. Ich könnte mir natürlich auch die Schlüssel für den Mülltruck irgendwie holen. Dann müsste ich nicht an ganz so vielen Menschen vorbei. Es wird schon irgendwie gehen. So, in welche Garage muss ich denn? In die hintere wenigstens, okay. So, dann schauen wir mal. Sounds promising. Das ist die ganz normale Sieger 3000, die ich mir jetzt hole. Na, da habe ich wenigstens schon mal. Ah, ich krieg die im Koffer. Das ist natürlich praktisch und gut zu wissen. Und dann können wir hier nämlich ganz normal mit dem Bus wegfahren. Und dann hätte das hier geklappt, ne? Also diesen super Prestige-Auftrag habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Aber was soll's. Da wäre der Maschinenpistolen-Kill dann tatsächlich easy gewesen, ne? Weil hier gab es ja eine schallgedämpfte Maschinenpistole. Was soll's. Wusste man natürlich vorher nicht. Beziehungsweise ich hatte einfach gar nicht im Kopf, dass hier irgendjemand Maschinenpistolen dabei hat. So, nichts geschafft hier. Perfekt. Ja, das hat nicht funktioniert. Da hatte ich gehofft, dass vielleicht irgendjemand da noch in der Nähe ist, dass da eins der Ziele einen Leibwächter hat oder sowas. Hat nicht funktioniert. Unfall mit der Wasserpfütze hat auch nicht funktioniert. Ach, wahrscheinlich, weil es nicht unbemerkt war, ne? Irgendjemand hat ja das Verbrechen bemerkt, auf jeden Fall. So, Freelancer-Meisterschaft 4. Ein bisschen Geld bekommen, auf jeden Fall. Unmengen von Geld ausgegeben. Territorium gesäubert, Honorarziel abgeschlossen. Syndikatsmitglied eliminiert, ja, okay, gut. Das ist immer nicht so aussagekräftig. Das Badezimmer wurde freigeschaltet. Neuen Bereich. Ja, keine Ahnung, was das bringt. Ausrüstungsschwelle hat sich um 1 erhöht. Also können wir jetzt 7 Ausrüstungspunkte mitnehmen. Auch praktisch. Good work back there. The syndicate took a serious blow, but there is still much work to get done. Recuperate and prepare for your next assignment. Mhm, habe ich vor. Also den Maschinenpistolen-Kill. Achso, dafür brauche ich eine epische oder legendäre Maschinenpistole. Ja, die habe ich wahrscheinlich nicht, ne? So, wo wird denn die Sieger jetzt einsortiert? Ganz hier hinten.
Ups, das war falsch. Ja, die ist einfach häufig. Ach, und die ist auch gar nicht schallgedämpft. Glaube ich jedenfalls, ne? Maschinengewehr steht hier, ist natürlich falsch. Leicht im Gewicht, exzellente Kadenz, aber niedrige Präzision. Kann passieren. Was habe ich denn noch im Inventar? Achso, die Seeker. Ah, die Brechmitteltabletten konnte ich auch mitnehmen. Aber das tödliche Gift nicht. Oh, verdächtig. So, was bekomme ich denn hier heute? Annäherungsbetäubungssprengkörper, nicht so geil. Schraubendreher, Profi. Moderne Spritze mit Brechmittel. Ja, nehmen wir die. So, da haben wir jetzt hier von schluckbaren Gift alles. Eine Brechmittelspritze haben wir. Und den Taser habe ich jetzt wirklich benutzt. Der Annäherungstaser. Ach, den hatte ich da gekauft, ne? Und dann natürlich nicht mitgenommen. Sondern direkt verbraucht. Ah, okay, gut. Ja. Das Geld hätte ich mir auch sparen können, glaube ich. Aber gut, dann haben wir hier wenigstens ein bisschen... Ne, erst wenn ich einen Boss gekillt habe. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Achso, das Badezimmer können wir uns natürlich noch angucken. Ich glaube, das ist gar nicht hier, ne? Das war, glaube ich, woanders. Kann ich hier... Warte mal, auf welcher Taste war denn der Instinkt? Auf Steuerung, glaube ich, ne? Umdekorieren. Achso, dazu brauchen wir erst Stufe 7. Ja, schade. So ein bisschen umdekorieren wäre natürlich cool gewesen. Was gibt es denn hier noch? Umdekorieren. Stufe 17. Ach, dann kann ich den Boden austauschen oder was? Ne, die Vitrine hier befüllen? Ich habe keine Ahnung. So, du bist auch nicht das Badezimmer. Wo ist das denn? Hier? Ich dachte, hier wäre das. Vielleicht. Doch, da ist es auch. Okay, cool. Aber was kann ich hier machen? Eine Zeitung nehmen? Wow. Quietscheente bewundern, auch ganz wichtig. Es sieht doch scheiße aus hier. Leute. Okay, ich müsste wahrscheinlich mal irgendwie ein bisschen Baumaterial und Möbel hier auspacken. Vorher kann ich hier einfach gar nichts tun. Das ist natürlich praktisch. Kann ich die Zeitung eigentlich irgendwo hin? Nee, ne, kann ich nicht. Die wird es einfach immer dort geben. Und das war's dann. Ja gut, dann so viel dazu. Beim nächsten Mal müssen wir uns dann wieder was Schönes aussuchen. Was? Das hier? Kampagne? Was? Abbrechen? Nee. Ja, müssen wir mal gucken. Da finden wir auf jeden Fall was. Beim nächsten Mal. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.